Servus und hallo und willkommen zu einem Spezialvideo vom Dreschen. Spezialvideo vom Dreschen. Ich habe schon Videomaterial aufgenommen gehabt auf der Kamera. Das war vom Grünfuttermäher für die Viecher oder Feldrundmäher, kann man sagen. Und es hat sich jetzt so ergeben, heute geht's los mit Dreschen. Der Haben draußen ist soweit. Die Gaschen wird wahrscheinlich am Mittwoch gedroschen, wenn das Wetter hält. Der Drescher ist soweit einsatzklar. Ich sitze gerade drauf, unschwer zu erkennen. Ich fahre jetzt aber nicht gleich los. Ich habe mir bloß den Platz rausgesucht, weil das ganz gut ist daheim. Ja. Mein Drescher ist wieder einsatzklar. Es war ja die Vaterschnecken unten hier kaputt. Unterhalb von die Siebe, wo quasi das Gedraht zum Elevator rüber befördert. Die war ja total verbuckelt. Das ist wieder Gericht. Und zwei Löcher man hinten zu tauschen, die hat er vorher auch getauscht, waren Bindelrollenlöcher. Jo, und jetzt ist der Mähdrescher soweit fertig. Im Haben, wie gesagt, geht's los. Da werden wir dann, später, wenn es ein wenig wärmer ist, jetzt ist es gerade 9 Uhr geworden. Es ist zu früh zum Dreschen, das ist noch feucht. Noch ein wenig warten, so auf 11 Uhr, 12 Uhr rum wird es losgehen. Wird gedroschen. Vor den Getreiben werden 800 Kilo in zwei Bigbag abgefüllt. Mal schauen, ob das so geht, weil Haben ist ja recht leicht und luftig. Kann sein, dass wir dann vielleicht sogar 3 Bigbag brauchen, das werden wir sehen. Das ist quasi schon verkauft. Das kriegt eine aus der WhatsApp-Gruppe, beziehungsweise ein Zuschauer da, der wohnt nicht weit weg, der weiß Bescheid, wen ich mache. Ja, und dann der Rest, der kommt auf den Kipper. Wird heimgekommen und war dann mit dem Getragebläs in die Buden aufgeblasen. Wird nicht in Fässer eingefüllt, weil ich gar nicht so viele Fässer habe, wo ich es einfüllen könnte. Sprich, aufblasen und dann sieht man schon, was passiert. Jo, wie gesagt, der Fahr einsatzklar. Fahr M57 770. Ich suche immer M57 770. Warum eigentlich? Wer es nicht mitgekriegt hat oder wer das noch nicht weiß oder wer vielleicht neu dazugekommen ist, der Mähdrescher war ursprünglich ein Maisdrescher, ist ein Fahr M750 und der M750 hat aber ursprünglich als Maisdrescher gedient. Der hat von einem Maispflugvorsatz gehabt, also nicht den Schneidestuhl, sondern einen richtigen Maispflugvorsatz. Das sind die mit spitzig zulaufenden Eisendoder, die nebeneinander sind. Also nicht das Maisgebiss vom Häcksler, sondern wie gesagt so spitzig zulaufender Bleche, die den Mais quasi, die Maisreiher dann Richtung Messer befördern. War ursprünglich ein Maisdrescher, ist aber damals von uns gekauft worden und ist dann umgerüstet worden. Oder besser gesagt, der ist schon umgerüstet worden bei dem Händler und als Mähdrescher weiterverkauft worden. Und wir haben damals zwei Anleitungen dazu gekriegt, weil ganz einfach der Mähdrescher da, der M57, kein Original M57, sondern ein M77 Schneidtisch hat. Der ist, glaube ich, in der Breite ein bisschen größer. Wir haben 2,85 Meter Arbeitsbreiten und ich glaube knapp 3 Meter ist er insgesamt breit. Also gerade so, dass du noch damit auf die Straße darfst. Ja. Ein bisschen was neu gekommen ist. Ich weiß nicht, ob der das Sechter vorne und der Haspel, zwei Bretter, die waren total kaputt. Da hinten fällt noch ein Zinken. Die sind nachbestellt, aber auf Nachlieferung sind leider noch nicht gekommen. Der ist letztes Jahr verloren gegangen, da war das Brett, das war gebrochen. Und der Zinken, der war schon so schöpf drin gehängt. Und dann ist er aber doch durchgewandert durch den Mähdrescher und ist verschollen. Ja, runtergegangen ist er nicht, da war er noch zu fest, aber nach dem Dreschen war er dann doch fort. Scheiße was. Nee, also da müssen wir ein neuer noch machen. Aber das ist auch kein Drama. Oh, und dann passt das auch wieder. Dann ist der wieder komplett. Zwei Bretter sind neu gekommen, die hat mein Bruder gebaut. Mein Vater hat Bretter eingekauft. Mein Bruder hat es auch dann gebohrt gehabt, aufs richtige Maß. Ich glaube, 4 Stück insgesamt hat er vorgefertigt. 2 Stück waren, glaube ich, kaputt. Soweit ich das weiß. Ja. Also 2 Stück haben wir noch auf Reserve stehen. Original mit Fahrrot wurde angestrichen. Wobei das Fahrrot ist schon ziemlich dunkel. Na gut, der Mähdrescher ist ausgeblichen. Ist ja doch, ich glaube, Baujahr 75. Jo, auf jeden Fall, der ist soweit
funktionstüchtig. Gut, ja, Haubendreschen. Gestern haben sie den ersten Versuch draußen gemacht. Ich glaube mit 11,8% oder was haben sie auch gemessen. Wir haben ja ein Getreidefeuchtemessgerät seit letztem Jahr, Unimede oder wie das Ding heißt, haben wir bei Granit mitbestellt. Weil ich gesagt habe, wir haben jetzt die zwei Fälle und wenn du dann immer andreschen musst, du fährst quasi ans Feld nach und dann musst du andreschen, dann musst du reinfahren, musst die Probe abgeben, die vermessen dir dann alles, ob es alles passt und. Und dann fährst du quasi wieder raus. Dann haben wir gesagt, na, wir haben mal selber eins, dann siehst du da gleich deine Feuchte und kannst gleich zum richtigen Zeitpunkt anfangen. Also wie gesagt, da draußen 11,8%. Sollte hoffentlich passen. Ich hoffe, da ist nichts Grünes mehr dabei, aber das werden wir sehen. Die Gaschen unten ist noch ein wenig feuchter. Da ist ein Haufen Grünszeug noch aufgegangen. Also Ähren sind aufgegangen. Doppeldecke. Ja. Sind noch ein Haufen Ähren aufgegangen. Die sind noch grün. Das ist jetzt ein wenig so die Zwickmühlen. Das Auge dran. Musst aufpassen, dass es jetzt nicht ausfällt. Und das andere Auge dran ist noch nicht reif. Da unten haben wir jetzt momentan 16%. Ist eigentlich noch zu feucht. Es gibt Abzüge, wenn du das abgeben willst. Jetzt müssen wir halt einmal schauen. Bis Mittwoch wird es vielleicht dann noch ein wenig besser. Es soll ja jetzt noch ein paar durchdrucken bleiben. Und vielleicht wächst das andere dann nicht mehr und wird gut, ja, notreif sozusagen. Mal sehen. Auf jeden Fall, im Haben geht's los. Und das ist das Wichtigste. Der Kernetank ist sauber. Guck, nichts drin. Der Mähdrescher ist auch sauber vom letzten Jahr. Den haben wir ja letztes Jahr mit dem Dampfstrahler mal gründlich gewaschen. Ja gut, oben drauf liegt wieder ein wenig träg. Das ist normal. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, es ist soweit. Oder was heißt, es ist soweit. Ich fahre jetzt schon mal raus, dass ich irgendwas zu machen. Der Kieper steht schon draußen am Feld. Die Big Bags sind schon draußen. Mein Bruder ist jetzt gerade mit dem Radlader und mit der Gabelsalatra los, dass wir auf die Big Bag oder in die Big Bag füllen können. Und ich fahre jetzt mit IHC in der 3. Ja, dass wir auch irgendwas vom Dreschen füllen können, weil sonst ist der fertig mit Dreschen. Das sind ja bloß drei Viertel Tuchwerk, das ist das ja nicht. Das ist ja gleich gemacht. Ja, hinten alles habe ich umgeparkt, die Kranhoch ist bereit. Der Karl 300 hängt vor der Presse. Wir werden aber wahrscheinlich halt nicht pressen, also müssen wir mal sehen. Ja. Ja, jetzt geht es aber alles ein. Gut. Ich soll die liegen ein wenig im Schatten, denen ist lang ja schon warm. Ja, es kam nur 32 Grad. Obwohl, letztes Jahr beim Weizendreschen war es deutlich wärmer. Letztes Mal im Wasser, wie wir gedroschen haben, waren es 38 Grad beim Anrutsch. Es sind ja immerhin 6 Grad kälter. Naja, warm genug ist trotzdem. Im Regen kann es auch brauchen. Ja. Noch mal Futterzeug holen, das Futter am besten das Futter wieder aussortieren. Ei. So kann ich noch arbeiten. Aha. Hier ist Futter drauf. Alles gut. Ich glaube, da waren die ganzen Häusle, jetzt kann er mal Strom kriegen.
letzte Freileitung quasi im Balkar, die über das Haus durchleitet, die Stromleitung. Da ist glaube ich geändert, das wird ja wohl auf Baustelle. Kubus oder Kubus? Ja, ich glaube das ist. Ändern oder jetzt wegkommen. Vorne aus dem Rumpf an den Keksel.
alles im vollen Gang. Respekt, der Fahrer im Einsatz. Ja, die wunderbar. Vorhin hat der Häcksler einmal ein wenig verschoppt. Da ist die Kupplung angesprungen, ist rausgerutscht. Das Material hat sich gestaut, das war in die Außenränder, da war es extrem feucht und extrem grün. Also nicht das Gras, sondern wie gesagt, das Grünzeug, was drin wächst, das seht ihr schon da. Ja, die Flächen, die war stillgelegt und ganz sauber gekriegt hat man sie halt leider nicht. Aber ja, wenn man ein wenig drauf achtet, wir haben ja die Anzeige von, wenn dann die Anzeige vom Häcksler die Drehzahl rapide runtergeht, dann merkst du schon, jetzt ist was faul, jetzt muss er dann einmal den Hebel halten, muss da ein wenig langsam da, vielleicht einmal kurz stehen bleiben und dann rammt er den auch wieder frei. Vorhin war er einmal verstoppt, das musste man dann per Hand rausrammen. Häcksler runtergeklappt, alles rausgezogen, wieder ein wenig den, ja, Schüttelraum unsauber gemacht, hier hat er viel Schüttler, harten Schüttler und anschließend wieder fertig und weiter. Jetzt sind wir umgestiegen auf Abloch, auf Strohabloch. Das zeige ich. Wir werden es ein wenig liegen lassen noch, welcher dem Grünanteil der drin ist. Das war ja das Gehäcksel da. Und das ist die Strohabloch da. Da ist wie gesagt leider so Grünfutter drin. Das ist sehr feucht. Das Stroh selber wäre ja nicht schlecht, aber das Grünzeug da. Ja, die Schwaden müssen ein wenig liegen bleiben. Das langt, wenn wir es dann, ja, entweder morgen oder am Montag oder so, wenn wir es dann pressen haben. Weil das, was jetzt abgelegt wird, das möchte ich als Strohballen heimholen. Ich verspreche mir davor, das ist Habenstroh, das fressen die Viecher mit Sicherheit. Als Einstreu ist es auch super. Und ja, wenn wir schauen, wann Haben hat, nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird es mit Sicherheit kann geben. Nächstes Jahr gibt es einen Was, da soll auf die Flächen oder glaube ich auch ein Was drauf, weil der schön zu wird und dann schön vielleicht noch ein wenig den Dreck mit rausputzt. Schauen wir halt einmal. Ja, was ist denn jetzt? Verstopfung oder bloß was kontrolliert. Wir haben ja an dem Ding was gearbeitet, habe ich ja gesagt. Wer weiß, vielleicht eine Riemerspannung oder sowas noch kontrolliert. Weil es sind eigentlich auch Riemer auch neu gekommen. Es ist halt alle ein paar Jahre, muss da mal was dran machen. Ja, wenn du dann einen eigenen Drescher hast, dann musst du natürlich auch was dran machen. Es ist nicht wie wenn du dann Lohnunternehmer rufst und der macht dir das dann schon, sondern du musst halt selber ein wenig gucken und musst auf deine Maschine hören und muss selber immer mal ein wenig Wartung machen. Ja, aber ich finde, es läuft gut. Der tut seinen Dienst. Bin ich dankbar drum. Passt schon. Ja, das erste Lager drauf, ein Kipper ist drauf. IHC mit Kipper steht ja da. Ich habe offen, dass er ein wenig durchläuft. Kommt vielleicht ein wenig Stab rein. Aber ist mir wurscht. Ein bisschen Stab drin, die Kabine kann ich ausblasen, aber bevor ich einen Hitzkasper kriege, einen Hitzschlag kriege, weil du gehst da ja wirklich eitern. Und so schlimm ist es jetzt im Moment nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich umpark. Ich stehe jetzt unten am Volt, aber wirklich viel kühler ist nicht. Naja, schauen wir mal.
selben Ertrag, den man sich erhofft hätte vielleicht. Aber erstens haben wir das was Saatgut, wo wir nicht wissen, wie alt es schon war. Das habe ich auch für, ja, was ist denn das gewesen, so 800-900 Kilo. Die habe ich gekauft für 100 Euro, weil ich nicht gesehen konnte, ob sie noch gut sind. Eigentlich bloß als Futter. War vielleicht sogar Donner oder was gewesen, so ein wenig mehr, keine Ahnung. Ich habe einen Bekannten gehabt, da hat er gesagt, ne, schaust du mal, ob es dann noch sehr kostet, wenn nicht verfütterst du. So war ja eigentlich der Plan. Wir haben es dann trotzdem gesehen. Es ist nicht die Welt aufgegangen, dann muss man dazu sagen, wir haben spät gesehen. Es hat am Anfang das Wasser gefällt. Einerseits muss man sagen, gut, dass wir spät gesehen haben, weil es kam ja dann doch einmal Wasser. Hätten wir noch früher gesehen, dann wären die Pflanzen gut vertrunken gewesen. Ja, der Hänger ist nicht ansatzweise voll. Ist halt so. Die Wiesen da, oder wie gesagt, das Feld, das ist ja total Rohgewirtschaft, das war Stilllegungsflächen, ist jahrelang gar nichts gemacht, war nicht einmal gemulcht, das war einfach bloß da gestanden, da sind ziemlich auch Nährstoffe aus dem Boden raus. Ich habe im Herbst ein wenig an Mist hergefahren, der hat aber auch nicht für die ganzen Flächen gelangt. Du hast gesehen, wo der Mist war, da war auch einigermaßen ein Ertrag gestanden und wo kein Mist war, naja. Ja, so wie es ist, gedroschen ist, mein Drescher hat das schön mitgemacht. Drauf ist es auch. Ja, und wie gesagt, das ist ja der Haarwind, oder? Das ist ja eh zum Verfüttern. So viel ist es ja nicht. Und die Gaschen, da müssen wir mal schauen, was die Gaschen wird. Ich glaube, als Braugaschen geht es auch nicht durch und als Futtergaschen wird es auch nichts bringen. Dann behalten wir es auch selber und dann schauen wir mal. Jetzt geht's heim. Thank you.
Samstag haben wir da draußen gedroschen. Jetzt haben wir mal noch Abend. Aua. Press, steifes 3, Ballenwung. Ja, die zwei Kramehausen, der hat den Wung mitgebracht, der die Press. Jetzt wird noch zusammengepresst. Das Habenstroh, das hat nicht die Welt gegeben. Der Drach war ja jetzt auch nicht so bombastisch, was waren es vielleicht 1,8 Watt oder sowas. Altes Saatgut. War schon lange gelegen, es war trocken im Frühjahr. Spät reingekommen, auf dem Unkrautdruck, keine gescheite Dünger hin. Naja, sagen wir nichts weiter. Schauen wir mal, was es noch an Stroh gibt, das ist ein schönes Futter.
Boom. So ist es gesehen, ja. Ich hab bloß sowas. Schupp. Weg was. Oh.
Mann, alle! So, also die Struhe ist jetzt drum. Die haben wir jetzt dann aufbefördert, die Ballen. Ich habe im Nachgang dann ein paar hingelegt wieder. Der Vorher hat vorhin einmal aufgerufen, das habe ich aber erst mitgekriegt. Ich soll ein paar Ballen noch da, das scheppert und knallt, wenn die da die Runde kommen, nicht, dass der Boden durchbricht. Ja, die haben ordentlich Gewicht, die Strohballen, saufest. Aufgang als kein Ansicher. Sind alle heil geblieben. Es waren sogar noch zwei Heuballen dabei, die in der Presse verblieben sind. Noch ein Heilpressen. Aber die sind mitten auf auch nicht aufgegangen. Ja, was will ich mehr? Also, das hat schön gepasst. Der Hänger ist jetzt wieder leer. Der kommt jetzt dann mit nüber in die Hall. Da ist ja auch wieder Platz.
das Deutzler, was im Video zu sehen war, das war ein Bekannter von mir, ein Zuschauer auch von da, unter anderem ein Moderator quasi. Ja, haben wir ausgemacht gehabt, der kriegt von mir einen Haben zum Seher als Zwischenfrucht. Und dann hat er da Kult gehabt. Er selber wollte aber nicht mit auf die Kamera. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall, dann hat er Kult. Das heißt, das ist verkauft, das andere ist aufgeblasen. Das ist im Getrabuden drum. Da habe ich auch schon die erste Ladung davor geschrudert. Ja, das Haben Struh ist jetzt auch verrammt, alles mit dem Greifen aufbefördert. Hat auch wunderbar funktioniert. Muss man mehr. Passt. Gut, ja, der Hänger kommt jetzt da raus. Der kommt dann mit rüber in die Halle. Und der Kippe ist gerade zum Abtropfen aufgekippt. Der kommt dann wieder da rein. Weil da kommt dann die Gerschen drauf. Und das denke ich, haben wir das seht ihr im nächsten Video. Ja. Dann war es das jetzt auf jeden Fall für das Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder nicht, ist mir auch wurscht. Oder Dislike, wenn es euch schon wieder zu lang war. Oder mir ist das eigentlich sowieso scheißegal, weil ich es mache, wie ich denke. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Und man sieht sich wieder. Bis die doch. Servus.